Herzlich willkommen hier in Perschen an der Naab. Ich lade Sie und euch ganz herzlich ein, mich zu begleiten in die katholische Kirche St. Peter und Paul und hier an die Naab. Feiern wir gemeinsam Andacht, hören wir gemeinsam Musik und beten wir miteinander. Begegnen wir gemeinsam Gott und lassen wir uns von seinem Ja zu uns stärken. Dieser Gott, unser Gott, der dreieinige Gott, er lädt uns heute ein und in seinem Namen feiern wir. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich bete, Gott, du gibst uns vom Wasser des Lebens. Mit diesem Wasser reinige uns. Befreie uns von allem, was uns von dir trennt. Mache du uns zu neuen Menschen. Verbinde uns für immer mit Christus, mit dem Auferstandenen. Schenke du uns neues Leben. Heute und jeden Tag. Amen. Bei jeder Taufe von Kindern lese ich die biblische Geschichte, in der Jesus die Kinder segnet, gegen den Widerstand seiner Freunde. Diese frohe Botschaft, dieses Evangelium, das wollen wir auch heute hören. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasst die Kinder zu mir kommen, sagte er zu seinen Jüngern. Hindert sie nicht daran, denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Gott, lasse dieses Wort für uns zum Segen werden. Amen. Diese Geschichte der Kindersegnung, die war wahrscheinlich jetzt nicht neu für euch. Ihr kennt die bestimmt, vielleicht sogar in- und auswendig. Für mich ist es trotzdem eine Überraschungsgeschichte, weil, wenn ich höre, wie Jesus die Kinder segnet, dann entdecke ich jedes Mal etwas Neues. Das finde ich spannend. Deshalb möchte ich euch heute mitnehmen auf eine spannende Überraschungsentdeckungsreise. Und dafür habe ich mir ein kleines Hilfsmittel mitgebracht: einen Meter. In Knallrot, damit er heute auch gut zu sehen ist. Jeder von uns hat nach etwas Sehnsucht. Jeder sucht etwas, was diese Sehnsucht auszufüllen vermag. Dieses Loch, das sich oft in unserem Herzen auftut. Jesus verspricht, ich bin bei dir. Ich will das Sehnsuchtsloch in deinem Herzen füllen. Ich will dir geben, was du brauchst und was du suchst, hier und heute und immer und überall. Ich will dich einbinden in meinen großen, in meinen weltweiten Kreis.
Und so fängt unsere Bibelgeschichte an. Menschen suchen etwas und sie suchen es bei Jesus. Sie wollen hinein in seinen Kreis. Aber da haben die Freunde von Jesus etwas dagegen. Für euch ist heute kein Platz. So sagen sie zu den Kindern und zu den Eltern. Für euch ist die Tür heute zu. Ich gebe zu, oft spielen auch wir uns in unseren Gemeinden wie die selbsternannten Türsteher auf. Wir verschließen Türen, anstatt sie zu öffnen. Weil vermeintlich zu viele Menschen da sind oder zurzeit noch viel schlimmer, zu wenige. Oder solche, die uns nicht passend erscheinen, die zu anstrengend sind. Menschen einen einfachen, einen barrierefreien Zugang anzubieten zur Liebe Gottes, das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Also die Türen bitte weit auf. Gott sei Dank lässt Jesus das nicht zu, dass die Türen verschlossen bleiben. Halt, sagt er, stopp. Hier und heute haben die Kinder Vorfahrt. Hier und heute haben Kinder Priorität. Vorfahrt gewähren. Jesus würde wohl sagen, das haben sie sich verdient, die Kleinen, gerade weil sie sich noch nichts verdienen können. Nehmen wir uns Jesus ruhig zum Vorbild. In den Familien, in der Politik, in der Gesellschaft. Vorfahrt für die, die noch nichts leisten können oder die nichts mehr leisten können. Und das sind mehr als nur ein paar Kinder. So will es Jesus haben, in seiner Kirche, in seinem Haus. Da soll für alle Platz sein, da sollen alle ihren Platz haben. Und genau dazu fordert uns Jesus auf, in dieser Geschichte mithelfen, mitzubauen an seinem Haus, in dem jeder einen Platz haben wird, ein Haus, die Kirche, in dem wirklich jeder zu Hause sein darf. Und das ist Jesus ganz wichtig. Das liegt ihm am Herzen. Und warum? Deshalb, weil er uns lieb hat. Weil uns sein Herz gilt. Weil er uns lieb hat, nimmt uns dieser Jesus so fest in den Arm, jeden von uns, wie die Kinder damals. Und deshalb wünsche ich uns ganz viel Liebe in diesem Haus und weit darüber hinaus. In Jesu Namen. Amen.
ich will beten. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, die kurzen Anliegen mit mir gemeinsam zu bekräftigen mit den Worten: Liebender Gott, höre unser Gebet. Liebender Gott, ich bitte dich für die Menschen, die wir taufen, für alle Eltern und Paten, für alle, die Verantwortung tragen für andere und für uns, zu denen auch du Ja gesagt hast. Liebender Gott, höre unser Gebet. Für die, denen das Nötigste fehlt, für die Hungernden, die Gedemütigten, die Heimatlosen und die auf der Flucht. Liebender Gott, höre unser Gebet. Für die Kranken, für die Trauernden, für die Verzweifelten, für die Verschleppten. Liebender Gott, höre unser Gebet. Für uns und für deine Schöpfung, für Mensch und Tier, für alle, die über deine Wunder staunen, für die, die dir und deiner Liebe trauen. Liebender Gott, höre unser Gebet. Bleibe du an unserer Seite, bleibe du uns zugewandt, bleibe du für uns. Amen. Und so wollen wir beten, wie es uns Jesus Christus selbst beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib du uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geh in diesen Tag und in diesen Sommer gestärkt und mit Gottes Segen. Gott segne alles, was du denkst, alles, was du fühlst, alles, wofür dein Herz schlägt, alles, was du lassen darfst. So segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.